Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben ja in Voreux alles abgeschlossen und sind zurück auf dem Weg nach Haven, glaube ich. Moment, muss ich gerade mal kurz nachgucken. Ist schon ein bisschen her jetzt. Die Bedrohung bleibt bestehen. Kehre zur Kirche von Haven zurück, ja. Kämpfe für die Gerechtigkeit. Das gedämpfte Flüstern. Wir sind also auf dem Weg zurück nach Haven. Aber bevor das vonstatten geht, würde ich gern nochmal, halt, würde ich gern nochmal zurück zum Hinterlande. Weil da gibt es da noch ein paar Sachen zu erledigen. Zwar, hier sind Scherben. Scherben, da ist noch eine Quest. Astarium. Hier hinten, auch scherbenlos. Oststraßenbanditen, da möchte ich gern hin. Wegkreuzung, zack. Da kümmern wir uns erstmal um die. Und dann können wir dann immer noch alles abgeben in Haven und Missionen machen. Notizen des Stallmeisters zu Reittieren. Ihr habt noch nie einen stolzen Reiter auf einem majestätischen Tier gesehen. Dann seid ihr selbst schuld. Derartige Geschöpfe gibt es zuhauf, aber sie haben natürlich ihren Preis. Und deshalb hält man sie aus Angst, sie könnten verderbt, gestohlen oder angegriffen werden von allen fern. All der Unsinn eben, der in schlechten Stallungen betrieben wird. Wir reden hier schließlich nicht von Arbeitstieren, denen man das Feuer aus den Augen gezüchtet hat, damit sie einen Flug ziehen können. Bei diesen Geschöpfen geht es um ihre Seele. Ein gutes Reittier ist nicht das Spielzeug eines Adeligen für die Jagd, sondern ein täglicher Begleiter und ihr müsst euch seiner würdig erweisen. Über Pferde. Ein Reittier wie den... okay, gut. Diesmal ist das Ladescreen ein bisschen schneller. Ist auch kein Problem. Zumindest. Die Bilder gehen schneller weg, der Ladescreen ist immer noch Bestand. Da, da, da. Dann warten wir eben ganz kurz. Macht ja alles nichts. Dafür können wir dann uns um die Banditen schneller kümmern. Wenn es dann doch langsamer losgehen würde. Junge, diese Ladescreens sind echt. Puh. Fehlen mir sogar die Worte dafür. Jetzt sind wir angekommen. Die Schönen Wegkreuzung. guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Muss immer erst ein bisschen alles nachladen und so. Wir werden sehen, meinst du das? Wieso laufe ich eigentlich zu Fuß? Ich hab doch Schön, Bertha. dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr Da an ist etwas Bertha. interessiert seid. Nee, eigentlich nicht. Habe ich gerade keine Lust auf deine Waren. Möchte eigentlich nur hier durch. Dankeschön. So, hier oben lang, soweit ich mich erinnere. Ups, das da. Hier irgendwo müsste es sein. Wieder hier oder hier vorne? Gucken wir uns erstmal hier vorne um. Ich glaube, eine Scherbe, ne? Ja, die nehmen wir direkt mit. Und gleich Besuch, den Templerrittern. Oh, wo ist denn der Ton hin? Ton spinnt gerade ein bisschen rum. Na gut. Feuer frei. Abgeschossen, der Kerl. Jetzt hat hier das Zeug weggelootet. Dabei, 6 Gold für Reldisches Schloss. Ach, das ist das, was wir brauchen. Halt, macht da kein Blödsinn. So, hier hoch. Die Scherbe einsammeln. Dann sehen wir uns in den Lager noch schnell um. Hier noch irgendwas haben, was wir nehmen könnten, was wir gebrauchen könnten. Sieht nicht danach aus, ist aber auch okay. Ups. Was gibt's da oben? Blutsbrühe. Ach, da gehen wir da erstmal hin. Ist auch gut. Können wir die Quest gleich mal machen. Da, 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 da. Keine Ahnung, was gerade mit dem Ton los war, aber es hat mir nicht gefallen. Du, du, du. Hier liegt ein Toter. Sehen wir uns. Klingel des Ein Söldnerlords. Toter, würde ich sagen. Dort hinten? Alles klar. Kümmern wir uns um die. Hallo! Ich wollte nicht stören. Aber ihr steht mir ein bisschen im Weg. Ja, dann hol dir mal den Krieger. Raus aus dem Kreis! Ach, shit. Killt ihn, killt ihn! Ist er weg? Alles weg.
plündern. Liebesknoten, linke Hälfte. Eine Leiche zu plündern. Ein Brief. Brief gefunden beim toten Templer. Templer Corrin. Angesichts der aktuellen Feindseligkeiten halte ich unsere Vereinbarung nicht länger für lohnenswert. Ihr könnt mir keine Bezahlung zukommen lassen und ich kann euch die Ware nicht liefern. Hoffentlich können wir nach Ende dieser unglückseligen Lage unser Geschäft wieder aufnehmen. Tanner. Scheinbar nicht, Tanner, scheinbar nicht. Ist das eine Windmühle? Seelen-Egelstab? Rödisches Schloss. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Windmühle gucken wir uns dann doch nochmal an. Nur um sicher zu gehen, dass man hier nichts vergessen hat. Nook braucht man nicht unbedingt. Windmühle, ist die offen? Nee, die ist zu. Okay. Dann gibt es hier scheinbar nichts. Gibt es hier noch was? Ach, da, ach hier geht es nach Redcliffe. Okay, dann müssen wir da später hin. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal das Lager da hinten ein. Halt. Bertha. Brave Bertha. Auf geht's. Auf den Rücken Berthas. Lässt es sich reisen. Ach, das Haus gucken wir uns noch an, schnell. Hab ich fast vergessen. Wer weiß, was es hier noch Schönes gibt. Ein Schurke habe ich doch am Start. Ja, das ist da. Zack, du machst das da eben schnell auf. Ich gucke mich in der Zeit hier hinten um. Nichts. Elfenwurzel. Ja, hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. Aber vielleicht gibt es da drin irgendwas. Eine Truhe schon mal. Mit Schülerpanzerung, naja, gut. Besser als nix. Sonst noch irgendwas? Oder nur diese Truhe? Scheinbar. Ah, hier. Die Getränke von Teldas. Ein starker Likör, der weniger serviert als vielmehr aufgetischt wird. Er ist derb, unfein und entweder man mag ihn oder mag ihn nicht. Ob man die Herausforderungen des Schnapsbrenners annimmt oder vor ihr zurückschreckt, bleibt jedem selbst überlassen. Aha. Sonst noch irgendwas? Ne, es war nur wegen den Schnaps. Und wegen der Truhe. Okay. Dann aufsitzen. Und weiter geht's. Weiter geht's. Über Tal. Und über Bäche. Nee, nicht da lang. Wir wollen. Doch, wir wollen eigentlich da lang. Da kommen wir vielleicht auch anders hin. Wer da? Okay, gut. Können wir über die kleine Schneise hier vielleicht hin? Wir haben es nicht eilig. Da vorne sind die Banditen, glaube ich. Gut, dann steigen wir mal ab. Dann kümmern wir uns direkt um die. Gesetzloser. Vielleicht kannst du direkt hier auf die schießen. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorstellte. Dann haben wir sie halt so fertig. Pam! Pam! Wieso benutze ich eigentlich dieses deutlich schwächere Schwert? Nachforschungen zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Ja. Wenn wir die Artefakte finden, die sie benutzt haben, könnte uns das helfen, dieses Gebiet gegen Risse zu sichern. Okay, dann lass uns mal suchen. Machen wir auch direkt, indem wir das Lager eingerichtet haben. Ich bezweifle, dass das schon alle waren. Das bezweifle ich auch. Das ging viel zu leicht. Baumwollsamt. Wie gesagt, warum benutze ich eigentlich dieses viel zu schwache Schwert anstatt meinen großen starken Kolben? Okay, das klang falsch. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ari-Streitaxt. Vorschlaghammer. Ich hab meinen guten Hammer wieder. Zack. Schon besser. So, wenn das schon alle waren, dann fresse ich einen Besen.
Erfassung des Schleiers. Solis hat von einem Artefakt in den Hinterlanden gehört, das er studieren möchte. Reise mit Solis in die Hinterlande. Wir sind hier in den Hinterlanden. Na gut, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, das ist da vorne. Widerer Schatten. Okay, das Vieh ist tot. Und wer bist du? Miris. Friede. Ich stelle keine Gefahr für euch dar. Mein Name ist Miris. Euren Waffen nachzuurteilen, seid ihr für den Kampf gerüstet. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Möglich? Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Ja. Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Na, dann sehen wir uns mal um. Ach, hier ist eine Höhle, alles klar. Oder halt ein Gebiet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Gestattet ihr, dass ich einen Blick darauf werf? Na sicher, na sicher. Er baut das neu auf, natürlich, natürlich. Aua. Bin ich denn jetzt hier? Ach da. Jetzt ist aber mal gut. Zack, weg mit euch, ihr Viecher. Dann das doch gern plündern. Abenteurerhaube. Mhm. Okay, das sieht aus wie ein Job für Solis. Soll er das mal anzünden, das Zeug? Was haben wir denn hier? Viecher. Mehr als genug Viecher. Und hier? Träumerlumpen? Ach, sind überall die Viecher, alles klar. Na gut, dann machen wir das so. Dann gehen wir hier jetzt voll rein, frontal. Zuerst entzünden wir das hier. Schöne Sache. Hallo Leute! Hab doch mal eine kleine Frage. Und zwar. Wer hat dir Keulenarbeit bestellt? Wie, du bist verletzt. Kümmere dich um deine Wunden. Wirf jetzt auf den Trank. Okay, die sind erledigt. Ich spüre irgendwo in der Nähe Elfenmagie. Das ist schön, dass du das spürst. Dort. Wenn wir diesen Kristall aktivieren, sollte er auf die Stärke des Schleiers reagieren. Ja, können wir gleich machen. Ich möchte aber erstmal hier noch plündern. Liebe Leute. Das sind immerhin alte Ruinen. Möchte ich mir dann doch erst noch angucken. Mit. Noch Geld. Da liegt auch noch Geld. Mit, rutscht doch mal ein bisschen. Mensch. Steht nur im Weg gerade. Bei meinem Raubzug. Untersuchen. Feuerrune. Sehr schön. Hat sich doch schon gelohnt jetzt. So, dann aktivieren wir das Teil. Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Easy. Ich bin soweit. Ihr findet mich hier, wenn ihr soweit seid. Ach, du willst irgendwie. Du willst irgendwas von mir? Damit ist unser Bündnis beendet. Geht in Frieden. Mahalani Maglandivan. Wir Enasadin. Ich. Ihr habt vielleicht recht. Hier. Nehmt es. Möge Mythals Segen euch begleiten. Danke. Danke. Das war ja nett. Die beschenkt mich einfach. Ich möchte öfter gern solche Leute treffen. Die schenken einem einfach was. Kennt die nicht. Quatsch nicht wie Scheiße. Okay. Dann mal. Nächstes Reiseziel. Das ist dann.
Ja, die Banditen. Das haben wir uns auch noch rein. Ein kleines Tränkchen. Können da nicht schaden. Oh, hier gibt's noch Loot. Was haben wir denn hier? Templer-Großschwert. Das gefällt mir doch schon. Das gefällt mir doch schon eher. Das gucke ich mir dann an, wenn wir wieder da sind. Im Lager. In Haven. Na komm schon, jetzt gibt's hier Keule. Du weißt, dass es Keule gibt. Ich weiß, dass es Keule gibt. Die Kameraeinstellung ist super. Und tschüss. Er blockt einfach alles mit seinem Kackschild. Feuer. Noch irgendwo einer? Ach hier, komm. Ich schieß eh besser als du. Ja, ja, dich schnapp ich schon. Feuer! Okay, die sind erledigt. Gucken wir mal, was die dabei haben. Ring der verbesserten Schlafpulvers. Nur für Schurke. Das ist das Lager hier. Von den netten Banditen. Zumal die nicht aussehen wie Banditen, die sind ein bisschen zu sehr organisiert. Brief. Anonymer Brief bei einer Banditenleiche. Wir können bei dieser Operation keine Helden gebrauchen. Wir werden bezahlt, um dafür zu sorgen, dass nichts nach außen dringt und sich die Händler von der Straße fernhalten. Wenn es sinnvoll ist, könnt ihr einige Ziele entkommen lassen, damit sie rumerzählen, wie gefährlich die Gegend ist. Wenn nicht, tötet ihr sie, unabhängig davon, auf welcher Seite sie stehen. Ganz klare Befehle. Ist noch ein Brief? Befehle. Brief bei einem Banditen. Die Patrouillen gehen so weiter, wie wir es festgelegt haben. Sollte es bei Zusammenstößen zu Verletzten kommen, kennzeichnet ihr die Stelle und zieht ihr euch in die Villa zurück. Wir müssen kampffähig bleiben, um genügend Präsenz zu zeigen und jegliche Flüchtlinge von dagegen fernzuhalten. Okay, gibt's irgendwas, was die verstecken wollen? Aber nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Die Villa. Welche Villa ist damit wohl gemeint? Diese Villa? Erledige Banditen auf der Straße im Osten. Kontrolle. Geht's hier hin? Weltkarte? Frag mich, wo es hier hingeht. Die Weltkarte geht's hier, alles klar. So, Bertha, komm her. Genau, du kommst an der Weltkarte, es ist gar kein Problem. Auf geht's. Muss es ja hier vorne die Villa sein, ne? Weil es hier eine ist. Ah, hier. Okay, Leute. Es ist angerichtet. Okay, ist ein bisschen Spiele. Willst du also Schläge oder was? Na komm her, ja. Den gebe ich doch gern mit Keule. Muss mal heilen. Kein Problem. Da hat er sie auch noch Rüstung gegeben. Weg, Schwein. Leg die erstmal hin. Wieso legt er sie nicht hin? Die Barriere hilft mir da nicht unbedingt weiter. Komm, du sollst mich angreifen hier. Okay, doch nicht. Mach einen ruhigen. Das ist erledigt. Was machst du? Warum plünderst du jetzt? Ach, scheißegal. Komm, drauf da auf den. Leg dich hin, Mann! Zack. Kurz durchgedreht. Da hat sich das. Kehre nach Haven zurück und besprich Fionas Angebot mit dem Berater. Was denkt ihr? Lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Wir lagern hier. Ah, neues Schwert. Gucken wir uns direkt mal an. Waffen. Uiuiui. Kann ich aber glaube ich noch nicht tragen, oder? Bin ich schon Rang 8? Ich bin Rang 8. Ah. Schöne Sache. Ich bin Rang 6. Aber wieso kann ich das dann tragen? Achso, Gegenstandsstufe Rang 8. Ach so. Voraussetzungsstufe 4. Da kann ja. Kann der Cassandra dieses Schwert jetzt tragen? Das hat noch 3 Willenskraft dazu. Dann nehmen sie die. So. So. Das sieht schön aus. Überall Magier und Templer, die sich bekriegen. Gut, ja. Landschaft. Wer ist denn hier blond? Ich nicht.
Das Eisen nehmen wir noch mit und dann schlagen wir unser Lager hier auf. Einfach weil wir es können. Spindelkraut und hier lagern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir die ganzen Schlösser schon? Nein, noch nicht. So, Tränke sind auch aufgefüllt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt's denn hier unten noch? Eisen. Eisen. Mensch, 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 wir werden langsam hier überfüllt mit Materialien. Wo geht's denn hier hin? Da ist ein Drache! Er steigt auf. Ich glaube, ich bin ja falsch. Ich glaube, ich bin ja falsch. Wollt ihr auf mich schießen? Ich bin da definitiv falsch. Lauft! Lauft! Oh, so das denn? Alter Falter. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Außer, dass da unten ein Drache ist, aber sonst ist kein Problem. Alles ist ganz cool. Ganz cool. Macht euch da keinen Stress. Puh. Finde 5 Vorratslager der Abtrünnigen. Elemente ausgelegt. Gehen wir doch mal direkt dahin. Zack. Bertha. Also doch. Aus der Wand. Die kommt überall raus, die Bertha. Die gute. Das Eisen lassen wir jetzt mal. Habe ich jetzt mal nicht gesehen. So, dann da vorne hoch. Hm? Hoffentlich ist da nicht auch ein Drache. Junge. Schock, der Drache gerade. Geht's nicht weiter? Ach so, drum rumlaufen müssen wir. Alles klar. Auf geht's! Ich frag mich ja, welchen Level man den machen soll. Ich meine, die Viecher waren Level 12, na gut. Vielleicht so mit Level 15. Wir gucken auf jeden Fall später nochmal hin. Wenn das Vieh uns nicht mit einem Schuss tötet. Ja. Na, jetzt müssen wir ja links, glaube ich, so wird. Es ruckelt immer so, wenn ich hier in die Stadt komme. Das ist nicht schön. Da ist mein Rechner dann doch noch etwas zu schlecht, aber na gut. Mach mir nicht aus, Mann. So, da oben ist eine Hütte. Bei der waren wir, glaube ich, schon mal. Was gibt's hier noch? Scherbe. Hm. Wie kommen wir jetzt da hoch, ist die Frage. Also jetzt nicht zur Hütte, sondern zu den anderen Sachen. Die Hütte ist da abgeschlossen, ne? Komm ich da gar nicht an die Scherbe ran. Die ist gar nicht abgeschlossen. Ach, und das ist auch noch draußen. Ja, dann holen wir uns die Scherbe eben kurz. Du sollst springen und nicht das Ding einsammeln. Ups. So, die war auch eingeheimst. Königliches Elfenwurzel. Nee, Bertha! Komm her, komm. Und los geht's. Auf geht's. Nach rechts dann, sobald es möglich ist.
Hier hoch jetzt, genau, jetzt kommen wir auf den richtigen Weg. Da ist da direkt ein Haus. Und ein Riss. Den Riss kümmern wir uns sofort. Hoffentlich sind die jetzt nicht zu stark, hier nicht gehen. Sind okay. Ein Schlag weggedonnert. Das haut sie um. Wird erledigt. Gibt's noch was? Noch mehr Schämen. Die Schämen tun sich wohl schämen. Okay, das wird aber schlecht. Ich entschuldige mich. Peng! Was passiert denn hier? Ach, schließen. Okay, alles klar. Da ist gleich eine Quest in der Hütte. Das ist weg. Schnell das Zeug looten. Witzessenz. Na gut, warum nicht? Hallo, aufmachen! Witwe Maurer. Was ist denn los? Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Okay, Templer töten euren Mann. Sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Auf bald. Also müssen wir den Ring zurückholen? Ja, sei nicht gleich angepisst. Wir kommen ja wieder. Idyllisches Häuschen hier. Aber wir haben leider noch zu tun. Da hätte es eine Kiste. Habe ich doch erspäht. In die auch direkt. Du brauchst dich auf die da springen, um die mitzunehmen. Ist kein Problem. Da hinten. So, das hast du hier Schönes. Veredische, bla bla bla. Ja, da kommen wir her, hier. Komm mal hoch hier, was gibt's hier oben? Hier ist ein Vorratslager, hä? Das nehmen wir mit. Eines der Vorratslager sein, nach denen wir für Rekruten. Ja, das ist auch eins, das nehmen wir aber auch sofort mit. Da hinten brennt noch was. Wir sind auch noch Templer. Hallo, ich wollte nicht stören. Aber wer mich hier töten will, der muss früher aufstehen. Und so ein Haufen Pappnasen wie euch lasse ich mich doch nicht töten. Da muss schon mehr kommen. Bogensehne. Hast du noch was? Nein? Alles klar. Jo, Beric. Weiß genau. Ist was zum Looten? Brennt alles? Da ist eine Kiste. Die Abtrünnigen hatten sich selbst eingesperrt, um in Sicherheit. Also wir holen jetzt mal die Kiste und dann lesen wir das vor. Das Haus in Brand gesteckt. Kunari Faustschild, funkelnder St. Das gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So, lesen. Eine Tagebuchseite versenkte Ecken. Die Templer haben die Bauern angegriffen, die uns mit Lebensmitteln versorgt hatten. Sie wollten sicher gehen, dass die Leute eher sterben, als uns zu helfen. Wir konnten sie mit Eis- und Blitzzaubern überraschen und so einige von ihnen ausschalten, bevor sie uns auch gesehen haben. So viel gerühmten Disziplin der Templer. Die Dreckskerle sind im Moment kein bisschen organisierter als wir. Trotzdem waren noch genügend von ihnen übrig, um unsere Magie zu unterdrücken, und die Söldner konnten ihnen im Nahkampf nicht lange standhalten. Wir haben uns in das Bauernhaus zurückgezogen. Hier drin ist es einigermaßen sicher, und es sieht aus, als hätten die Bauern doch nicht ihre gesamten Lebensmittel rausgerückt. Die Tür ist verriegelt, und die Templer haben ihre Bemühungen, sie aufzubrechen, eingestellt, nachdem wir den letzten Narren getötet haben, der es versucht hatte. Ich kann sie da draußen hören. Sie machen irgendwas etwas zwischen Bäumen, aber was immer sie versuchen, wir werden bereit sein. Wir werden nie wieder in irgendeinen Zirkel gehen. Selbst echte Templer könnten uns nicht aufhalten, und diese überschätzten Banditen sind keinen Deut besser als wir.
aus einem an den Ecken versenkten Blatt Papier, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Okay, scheinbar hat das nicht so ganz geklappt. Ihr habt einfach eure Hütte abgefackelt. Ist jetzt nicht so cool. Aber gut. Effektiv immerhin. Da ist noch ein Lager, das nehmen wir mit. Ich möchte gern Bertha. Da kommt sie. Aufsteigen. Oh Gott, wo steigt der denn auf? Ja, ist egal. Ups. Los geht's. Im Galopp. So, und wo der Weg hinführt, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.